Tritra-Trollala, bevor das denn wieder in Vergessenheit gerät und ich das Video ja nicht mehr finde, unbedingt den Hinweis, sich diesen Beitrag beim Ritter der Meinungsfreiheit mal anzuschauen. Da bekommt die Frau Krone-Schmalz bei der Rhein-Neckar-Zeitung ein Podium mit einem Interview vor offensichtlich nicht vorselektiertem Publikum. Ich habe mal wieder kurz eine Kernaussage. Nichtsdestotrotz enthebt einen das ja alles nicht, die Vorgeschichte zu analysieren, um eine vernünftige Zukunft hinzukriegen. Also. In der ARD hätte da sicherlich niemand geklatscht. Und wenn ich das an der Stelle vielleicht auch einflechten darf, mir geht auch die Heuchelei auf die Nerven, ist zu wenig gesagt. Aber die Brutalität in diesem Krieg unbenommen. Und ich möchte nicht wissen, was sich da alles abspielt. Wirklich nicht. Glauben Sie ernsthaft, dass sich Saudi-Arabien in Jemen anders benimmt? Ja, das reicht ja eigentlich auch. Eigentlich wollte ich nur den Ansatz, aber ja, ich werde das verlinken und ihr könnt euch das mal anschauen oder eben auch nicht. Tschüss.